Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Ich möchte heute mit dir über drei Techniken reden, die dir helfen, schnell Entscheidungen zu treffen, vor allem im Business. Wenn du Lust hast, bleib gern dran und dann lass uns loslegen. Drei Techniken, um schnell im Business Entscheidungen zu treffen. Wir haben als Mama 1000 Sachen auf dem Zettel. Als Mama mit Business haben wir 7000 Sachen auf dem Zettel, okay? Und natürlich geht es darum, schnell Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen treffen, eine nicht getroffene Entscheidung ist auch eine Entscheidung übrigens, ja? Das heißt, es hilft überhaupt nicht, wenn du sagst, ich muss darüber nachdenken, ich muss darüber schlafen und so weiter. Die Profis, guckt euch um, treffen alle in Windeseile Entscheidungen. Super, super, super schnell und super smart. Und ich gebe dir heute drei Techniken, wie dir das schneller gelingt, diese Entscheidungen zu treffen, kurz und bündig, so dass du wirklich auch selbstbewusst dahinter stehst und sagst, okay, so machen wir es. So, die erste Technik ist vielleicht für dich irritierend, aber ich nenne sie liebevoll, es ist die 5-Sekunden-Regel, okay? Der Punkt ist der, wenn wir eine Entscheidung zu treffen haben, dann wissen wir für gewöhnlich sofort im Bauch, wie die Entscheidung aussieht. Wir treffen unsere Entscheidungen, auch vor allem Kaufentscheidungen und so weiter, zu 95% emotional. Und wir brauchen die Kognition dahinter, also unseren Kopf, um uns selber zu verkaufen, dass wir uns gut entschieden haben. Wenn man das weiß, was ihr ja jetzt wisst, weil ich das gesagt habe, dann kann man auch schneller entscheiden, weil Fakt ist, wir haben die Entscheidungen korrekt im Bauch. Also, die 5-Sekunden-Regel besagt, Augen zu, 5, 4, 3, 2, 1, das. Und ich sag euch, das ist zu 98% safe, die richtige Entscheidung. Das kann man machen. Das ist die 5-Sekunden-Regel, die einfach nur sagt, nimm dir den Moment, um wirklich auf deinen Bauch, auf deine Intuition zu hören und du wirst sofort wissen, was die richtige Entscheidung ist. Die 30 Minuten danach, wo du dir versuchst, kognitiv zu erklären, dass die 5 Sekunden genau für dich richtig waren und der Bauch sowieso recht hatte, die sind dir gegönnt. Wenn du dazu keine Zeit hast, auch okay. Am Ende ist das Ergebnis das gleiche. Wir verstehen, ob eine Entscheidung eine richtige Entscheidung war, sowieso immer erst rückwirkend. Niemand weiß vorne, ob die Entscheidung richtig war. Und ganz ehrlich, es gibt sowieso keine richtigen oder falschen Entscheidungen. Jeder Schritt ist ein Schritt auf dem Weg zum Ziel. Und es ist erstmal irrelevant, ob es richtig oder falsch war. Fakt ist, es ist ein Schritt vorwärts. Und darum geht es. Darum geht es jedes Mal. Also umso schneller du laufen kannst, umso schneller kommst du ans Ziel. Wenn wir bei jedem Schritt 3 Tage nachdenken, ob der nächste Schritt ein guter Schritt ist, ist es halt immer noch nur ein Schritt. Und das ist der Grund, warum Leute dich überholen. Warum du vielleicht nicht so leicht vorwärts kommst, wie du denkst. Okay, also 5-Sekunden-Regel. Von 5 runterzählen bis 0 und dann entscheiden. Okay, fertig. Das war's. Die Technik 2 ist eine andere. Also auch eine ganz andere Art. Also überleg dir, wie genau dein Ziel aussehen wird. Überleg dir es in Form, Farbe, Situation und so weiter. Woran werde ich merken, dass ich das Ziel erreicht habe? Visualisier dir das, hol dir das wirklich auf die innere Kinoleinwand. Wie genau wird es aussehen, wenn ich das Ziel erreicht habe? Und dann, wenn du das Bild fertig hast für dich, dann fragst du dich, ist A oder B ein richtiger Schritt oder ein wichtiger Schritt auf dem Weg dahin. Und dann wird es sehr, sehr klar für dich sein, welche Art von Entscheidung das sein soll. Okay, aber wir orientieren uns am Ziel. Wir orientieren uns auf gar keinen Fall an Problemen, am, naja, ich weiß nicht, keine Ahnung, Hoffen und Bangen, finde ich auch schwierig, sondern wir orientieren uns am Ziel oder an unserer eigenen Intuition. Punkt 3. Glaube, ja, glaube an deine Fähigkeiten, glaube daran, dass du wirklich in der Lage bist, dein Ziel zu erreichen. Eine Niederlage, eine falsch getroffene Entscheidung ist einfach nur ein Schritt auf dem Weg zum Ziel. Wenn du das schaffst, für dich zu verinnerlichen, dann kannst du gar keine falschen Entscheidungen mehr treffen. Es gibt gelinde gesagt keine falschen Entscheidungen. Es gibt nur Entscheidungen, die gar nicht getroffen werden. Das nennt man, da entstehen sogenannte Opportunitätskosten. Das heißt, wenn ich entscheide, ich nehme die Software X, die günstigere, anstatt die Premium-Variante, ist die Opportunitätskosten liegen darin, dass ich vielleicht in meinem Workflow sehr viel langsamer bin und wir einen schlechteren Output haben. Das sind Opportunitätskosten. Das entsteht sowieso. Es ist übrigens auch unabhängig davon, ob ich über diese Entscheidung jetzt lange oder nicht so lange nachgedacht habe. Das entsteht so oder so. Aber ich habe danach, und das ist der Punkt, immer noch die Chance anzupassen, immer noch mal da reinzugehen und zu sagen, okay, das war eine dumme Entscheidung vielleicht oder in Anbetracht dessen, was ich vorher wusste, was mir klar war, war das die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Okay, fein. Aber jetzt sieht die Welt ein bisschen anders aus und jetzt müssen wir es anpassen. Und wenn du diese Coolness erreicht hast zum Thema Entscheidungen treffen, wird dir das überhaupt nicht mehr schwerfallen. Du wirst sehr, sehr, sehr schnell Entscheidungen treffen können, weil du weißt, okay, next step. Das ist ganz normal. Das ist übrigens auch unter Unternehmern und Selbstständigen ganz eine schöne Situation, wenn du sagst, ich habe nichts mehr zu beweisen. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich nicht kann. Und ich weiß, dass ich hier hingehöre. Und Menschen machen Fehler. Stellt euch vor, eure Eltern wären fehlerfrei. Wie furchtbar wäre das für uns als Kinder? Es ist sowieso das Abnabeln der eigenen Eltern ist sowieso furchtbar. Aber stellt euch vor, eure Eltern wären jetzt auch noch perfekt.
Oh Gott, das ist das Schlimmste. Also macht Fehler. Auf jeden Fall. Wir scheitern uns nach oben. Das ist der Punkt. Du entscheidest doch, ob du, das ist übrigens auch eine Entscheidung, du entscheidest, ob du auf der Niederlage aufhörst oder erst, wenn es ein Erfolg ist. Das ist deine Entscheidung. Niemand sagt das. Und das ist, da liegt natürlich auch die Kraft der Entscheidungen. Und das zu verstehen, das ist, es ist ein Spiel, okay? Es ist ein Spiel. Stell dir vor, wie Super Mario Kart und du fährst die Runden und du fährst die Runden einfach immer schneller und du kriegst immer mehr Punkte und du bist einfach immer besser. Das ist das ganze Business-Spiel. Mehr nicht. Du darfst die Leichtigkeit zurückholen. Es darf Spaß machen. Du darfst Fehler machen. Manchmal gewinnen auch die anderen. Auch okay. Aber es ist doch lange kein Grund aufzuhören zu spielen, oder? So, ich hoffe, das hat dir geholfen, selbstbewusste Entscheidungen zu treffen, vor allem im Business. Also mach das. Bitte sei nicht diese Businessfrau, die sagt, ich muss erstmal meinen Mann fragen. Nee, Katrin, also da kann ich mich jetzt alleine auch nicht entscheiden. Ich muss erstmal meinen Mann fragen. Und ich glaube, ich muss auch nochmal eine Woche drüber schlafen. Und dann frage ich nochmal die Nachbarin und die Bäckersfrau. Und wenn ich damit fertig bin, dann überlege ich nochmal und dann komme ich zu dir. Ich kann dir jetzt schon sagen, in dem Moment ist die Entscheidung gefallen und heißt nein, was auch immer dann gefragt wurde überhaupt, ja. Aber es ist bitter, wenn du in der Situation nicht den Mut hast, auch Nein zu sagen übrigens, ne? Also das ist nämlich der Punkt. Ich erwische ganz oft auch Klienten dabei, dass sie sagen, sie können sich nicht entscheiden. Und eigentlich haben sie sich schon entschieden, aber sie haben keine gute Kommunikation dafür, wie sie das Nein oder die Absage an den anderen jetzt kommunizieren sollen. Und das ist auch eine spannende Sache, weil das halt überhaupt nichts mit der Entscheidungsfindung selbst zu tun hat. Also triff deine Entscheidungen schnell und souverän und du wirst sehen, dass es einen riesen positiven Aspekt und Effekt hat auf dein Selbstbewusstsein, weil das ist der Punkt. Du konterkarierst dein eigenes Selbstbewusstsein, indem du dich so lalali verhältst. Das bitte einmal, schreib dir das auf ein Post-it. Einmal verstehen, okay? Schnelligkeit ist gut für dein Selbstbewusstsein. Punkt. Okay? Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Abonnieren, liken, Glocke und so weiter, du kennst das. Nicht vergessen, teile gerne auch dieses Video, wenn du jemanden kennst, wo du denkst, der sollte das vielleicht auch mal hören. Also, ich wünsche dir einen schönen Tag, lass dir gut gehen und bis dann. Ciao!